Ja, hallo, liebe Schüler und Schüler. Schön, dass ihr mal da seid. Also, ich schicke euch jetzt mal dementsprechend die Lösung der Seite 2911. Da geht es darum, dass man dementsprechend eine Geradengleichung herausfindet, wenn man die Steigung der Geraden kennt, plus einen Punkt, auf dem die liegt, durch den die verläuft. Ja, vom Prinzip gibt es eigentlich da immer zwei grundlegende Möglichkeiten. Ich versuche es euch mal nochmal auf zwei beiden Arten jeweils mal zu erklären. Für was ihr euch dann letztendlich immer entscheidet, ist euch überlassen, was euch am liebsten ist. In dem Fall fangen wir an, also auf das ist die Seite 29, die 11. Wenn ich mir jetzt die A anschaue, ja, was gilt denn da? Da ist dementsprechend ist gegeben, M ist 0,5. So, das weiß man, dann weiß man jetzt, die verläuft jetzt noch durch den Punkt P minus 2, 3. Und jetzt soll man die Gleichung rausfinden. Das heißt, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite mit dieser Normalform oder ich mache es mit der Punktsteigungsform. Nehmen wir an, ich würde es mit der Normalform machen, dann kann ich hinschreiben, 3, das ist ja das y, das setze ich hier ein, ist gleich 0,5 mal minus 2 plus t. Also muss ich ausrechnen, was ist 0,5 mal minus 2? Das wäre minus 1. Also habe ich, das 3 ist gleich minus 1 plus t. Also rechne ich plus 1 und damit weiß ich, dass 4t ist oder andersrum, t ist gleich 4 und damit hätte ich die Gerade G in dem Fall. Wie sollen die heißen? Ja, G. Also hätte die Gleichung y ist gleich 0,5x plus 4. Falls sich einer sagt, ach nee, das ist mir jetzt zu aufwendig mit dem Äquivalenzstrichen und den ganzen Sachen, könnt ihr auch gerne über die Punktvorsteigungsform immer gehen. Das heißt, ihr setzt auch ein, was ihr dem Fall wisst, dementsprechend. Y ist gleich, für m müsst ihr wieder dementsprechend das m einsetzen, mal das erste x müsst ihr stehen lassen und dieses x, s, y, s, das ist dann immer der Punkt, der gegeben ist. Also habe ich jetzt minus minus 2 und minus minus 2 ergibt plus 2 und dann in dem Fall noch plus 3. Also habe ich 0,5x und wenn ich 0,5 mal 2 rechne, habe ich 1 und 1 und 3. Ergibt bekanntlich 4, also wenn ich es mal auswählen mache, hätte ich das so, plus 1 plus 3 und damit habe ich auch dementsprechend mal gerade g, die hat die Gleichung y ist gleich 0,5x plus 4. Also wie ihr das macht, komplett egal, es führt beides zum richtigen Ergebnis. Ich finde fast, also wenn man es sich gewöhnt hat, dass es mit dieser Punktsteigungsform sozusagen fast schneller geht. Man könnte es dann auch immer als Einzeiler auch rechnen. Insofern erzeige ich euch jetzt nochmal die Lösung dementsprechend bei der B mit dem mx plus t und für die C mache ich halt nochmal mit der Punktsteigungsform. Also ich mache jetzt nichts mehr beides. Also nehmen wir an, bei der B ist gegeben, dass das m minus 1,5 ist und das p ist dementsprechend 4. 3, also setze ich das jetzt wieder ein in y und mx plus t und wenn er geschickt vorgeht, könnt ihr das t mit dem Ganzen auf die linke Seite setzen, dann habt ihr das t, also die Unbekannte schon auf der linken Seite. Dann steht da, wenn ich es einsetze, also dementsprechend für m habe ich minus 1,5 mal x, das wäre 4 plus t ist gleich 3, minus 1,5 mal 4 ist bekanntlich minus 6, also habt ihr minus 6 plus t ist 3, also rechne ich jetzt noch plus 6 und damit habe ich ein t mit von 9 und dann darf man natürlich nicht vergessen, die Gleichung nochmal hinzuschreiben, die ist dann minus 1,5x plus 9. Ja, dementsprechend ja nur m und t, wenn man schaut, also das 9 war bei dem Ergebnis gestanden dementsprechend und das minus 1,5 war ja schon angegeben. So, jetzt die nächste, die C, da war jetzt Folgendes gegeben. Also da habt ihr gekannt dann jetzt noch einmal, also M ist 4. So, und P ist minus 4, 1. Also könnt ihr auch hier dementsprechend, jetzt ich setze jetzt nochmal die Punktsteigungsform ein, finde ich, ist Y dann 4 mal, Klammer auf, X minus jetzt den Punkt, minus minus 4 ergibt 4, also X 4. Und dann in dem Fall plus 1 liefert dann 4x plus 16 plus 1. Und damit hätten wir die Gerade G mit der Gleichung 4x plus 17.
Ja, wenn man sich da dementsprechend jetzt das Ergebnis im Taschen anschaut, jetzt hier im Buch, das war nirgends dabei, weil ich jetzt sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt hier statt minus 1 plus 1 geschrieben. Das heißt, wenn ich mir das natürlich jetzt hier mit einem Minus denke, wird das dann zu minus 1, das wird dann zu minus und dann habe ich hier an der Stelle dann, wenn ich es richtig mache, wie es im Buch war, kommt 15 raus. Ja, und das ist auch als t angegeben. Also ich habe da jetzt einen Leichtsinnsfehler gehabt. Dementsprechend, also ich hab's, Flüchtigkeitsübertragungsfehler ist natürlich ärgerlich, wenn sowas dann in der Schulaufgabe passiert. Ja, also seht, also das wäre es ja eigentlich noch gewesen, die eine Übung jetzt. Und grundsätzlich später müsst ihr mal herausfinden, sozusagen, dass ihr mal Gleichungen von parallelen Geraden aufstellt, zum Beispiel. Also, dann sollte man wissen, also nehmen wir an, ich habe jetzt irgendeine Gleichung dann dementsprechend von der Geraden, nehmen wir an, die da zum Beispiel, dann müsst ihr wissen, alle parallelen Geraden zu der hätten dann auch ein m ist 4. Also müssen wir da m rauslesen, 4. Und sobald ihr dann jetzt noch irgendeinen Punkt habt, wieder durch den verläuft, könnt ihr dann wieder dementsprechend das m plus den Punkt in dieses mx plus t einsetzen oder in die Punktsteigungsform. Und dann habt ihr es. Also der erste Schritt eigentlich, wenn es darum geht, eine Geradengleichung zu ermitteln, ist immer irgendwie erst rausfinden, was ist m? Ja, und wenn m dann natürlich schon gegeben ist, dann nehmt ihr einen Punkt noch her und könnt dann weitermachen. Ja, das wäre die Hausaufgabe gewesen. Schicke ich euch dementsprechend jetzt einfach mal in der Klassenchat-Gruppe. Lade ich jetzt nicht extra noch auf YouTube hoch. Letztendlich Bild dazu noch. So. Noch schnell ein Foto gemacht und dann habt ihr das A als Video und B als Foto zum Vergleichen. In diesem Sinne hoffentlich dann bis nächste Woche. Denkt bitte an den Minitest, dass ihr das fristgerecht auch abgebt. Ja, weil da will ich ja dann dementsprechend dann eine Abgabe haben und ich ändere da jetzt auch den Arbeitsplan dementsprechend. Also schaut ihn euch an, da ist jetzt dann ein Minitest mit drin.